Tja, mein aktuelles Projekt sind Schalseebäume, die ich gerade male. Ich habe ja in den letzten Jahren, ich wohne ja schon lange hier im Schalseegebiet, immer wieder viele Zeichnungen und Fotos gemacht in der Landschaft, speziell von alten Bäumen, weil die mich interessieren von der Formsprache her und von der Ausstrahlung. Bäume stehen ja, also gerade alte Bäume, für Lebenskraft, für Lebensalter, für Energie, für Fruchtbarkeit, alles Mögliche. Und das gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es ja auch eigentlich ein schönes Symbol dafür, dass es auch weitergehen muss. Ja. Und diese Bäume male ich jetzt mit Acrylöl relativ mittelformatig auf Leinwand. Ich werde euch gleich mal ein paar Beispiele zeigen am besten. So, hier ist zum Beispiel eine Eiche, Schalsee-Eiche. Frag mich jetzt nicht genau, wo das ist, aber das ist auf jeden Fall hier am Schalsee gewesen, das Motiv. Acryluntermalung und dann mit Ölfarben durchgearbeitet, die Zeichnung. Ich stelle euch mal ein paar Bilder einfach der Reihe nach hier auf die Staffelei. Dann könnt ihr das mal sehen. Das hier ist zum Beispiel am Beuzower See eine alte Buche, die da steht. Das Motiv hatte ich auch so ähnlich schon mal gemalt. Das ist jetzt die zweite Fassung. Wobei bei mir die Bilder dann immer auch in der Ausführung unterschiedlich werden. Also es ist nicht so, dass ich mich selber kopiere. Aber das ist einfach ein wunderbares Motiv von der Formensprache her, dieser Baum. Der steht wie gesagt am Beuzower See am Ufer und ist ein Riesenbaum eigentlich, viel größer als man jetzt so im Motiv denkt. Dann haben wir hier ein Querformat. Das ist hier in der Nähe von Dronnewitz, die beiden Bäume, mit so einem Durchblick aufs Feld. Sieht man auch, es ist eine Acryluntermalung. Ich lege dann immer einen Farbklang an erstmal, auch eine Textur oft. Übertrage dann die Zeichnung, also das Motiv, und arbeitet es dann mit Ölfarbe, dann Künstlerfarben durch. Und eigentlich ist mein Anliegen dabei, auch abgesehen von dem Motiv der Bäume, dass ich eine Verbindung schaffen möchte zwischen diesen Naturmotiven und meinen abstrakten Bildern, die ich sonst male. Und die aber auch in einer ähnlichen Leuchtkraft von den Farben sind. Und ich versuche also die Abstraktionsstufe möglichst so ähnlich zu halten. Dann zeige ich euch noch diesen Baum. Das ist wieder ein Hochkantformat. Der steht am Neuenkirchener See hier am Schalsee-Reservat. Das ist, glaube ich, eine alte Buche oder sowas gewesen, die also völlig verknotet ist. Die habe ich mal entdeckt bei den Dreharbeiten zu dem Film Hände weg von Mississippi. Der steht da nämlich am Ufer relativ verborgen. Und ich fand ihn total beeindruckend. Im Film ist sie übrigens ganz kurz auch mal zu sehen. Dann haben wir noch diesen Durchblick. Das ist also auch so ein großer Baum, ich glaube auch eine Eiche hier. Und ein Durchblick nach hinten hier. Jetzt im Rückenlicht von hinten. Ja, das sind so mal jetzt ein paar Beispiele zu den Bäumen, die ich gerade male. Ich habe da jetzt noch mehrere Entwürfe liegen und da werden noch einige folgen. Vielleicht berichte ich dann mit dem zweiten Video noch, wie es weitergegangen ist. Was drückt der Baum für dich im jetzigen Zeitgeist aus? Im jetzigen Zeitgeist, speziell wenn man jetzt mal an Corona denkt, dann sage ich mal, steht er für Lebenskraft, dafür, dass man Zeiten überstehen kann. Ich sage mal, alte Bäume stehen ja auch dafür, dass sie einiges erlebt haben im wahrsten Sinne, dass sie viele Zeiten überstanden haben, viele Winter, viele Stürme, viele Unwetter, Gewitter und so weiter und so fort und immer noch dastehen und wachsen und fruchtbar sind. Und ich denke mal, das sollte man sich mal ein bisschen als Beispiel nehmen, so, und nicht in diese Hysterie verfallen, dass jetzt irgendwie so eine Endstation ist hier gerade. Auf den Punkt gebracht, was können wir jetzt von den Bäumen lernen? Das habe ich gerade gesagt. Danke. Was können wir von den Bäumen lernen? Durchhaltevermögen zum Beispiel, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sich nicht entwurzeln lassen, ja, im wahrsten Sinne. Das sind zum Beispiel wichtige Beispiele, sage ich mal, die uns die Bäume liefern, ja.
Und natürlich auch der Effekt, wenn ich jetzt in die Natur gehe, wenn ich in den Wald gehe, dann spürt man ja eigentlich schon die Energie in der Natur, wie die auf einen einströmt und einen zur Ruhe bringt und einem auch wieder Energie gibt und auch Optimismus, ne? Aus Baumsicht gesprochen, was würden die über uns Menschen jetzt untereinander tuscheln? Die Bäume sind ja sowieso nach neuesten Forschungen sowieso miteinander verbunden, unterirdisch. Ja. Ich denke mal, dass die sich gegenseitig die Information geben, dass die Menschen gerade ziemlich entwurzelt sind. Hast du eine Idee? Woher kommt die Entwurzelung? Wurden sie abgesägt, abgehackt? Wo sind die Wurzeln? Oder wie kommen wir an die Wurzeln? Ich denke mal, dass jetzt die Zeit hier gerade eine gute Gelegenheit ist, dass man sich mal wieder auf so ein paar ursprüngliche Sachen besinnt. In den letzten Jahrzehnten gerade so, kann man ja sagen, ging es ja immer höher, weiter, schneller, größer, reicher. Und jetzt ist mal so eine Gelegenheit, mal innezuhalten und mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Was ist wirklich mein Lebensinhalt? Was ist wichtig für mich? Ist es das neueste Auto? Oder ist es mehr Zeit für mich selber, meine Lebenszeit? Wie verbringe ich meine Lebenszeit möglichst gut? Ja, das sind so Fragen, würde ich sagen, die wir da auch von den Bäumen mal lernen können als Anregung. Ich glaube, das ist das Positive an dieser Corona-Zeit jetzt hier, dass wir mal ein Stoppzeichen kriegen und mal über uns nachdenken. Und scheinbar machen die Menschen das erst in so einer Situation. Freiwillig vorher macht das wahrscheinlich kaum jemand. Wenn du Bäume malst, was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Also ich kann sagen auf jeden Fall, dass es sehr viel Spaß macht, diese Bäume zu malen. Dass ich auch jetzt noch diverse Motive schon vorbereitet habe, im Hinterkopf habe und auch schon angelegt habe als Zeichnungen und so weiter. Also es werden noch etliche Bilder folgen auf jeden Fall. Ich möchte gerne eine größere Serie und vielleicht auch mal als Serie ausstellen. Und ich versuche ja, wie gesagt, bei diesen Baummotiven oder diesen Naturmotiven endlich mal noch eine engere Verbindung zu finden zu meinen abstrakten, figurativen Bildern, die ich sonst male oder meistens male. Ich möchte da gerne da diesen formalen Unterschied noch mehr überwinden, dass das noch mehr zueinander passt. Das Figurativ-Abstrakte und die Naturmotive, die ja auch abstrahiert sind. Wie kommst du zu den Farben? Die stimmen ja gar nicht mit der Realität überein. Das ist relativ. Ich würde sagen, wenn man zum Beispiel im Winter, wo man ja denkt, da ist alles grau, an einem schönen sonnigen Tag mal durch die Natur geht, dann sieht man, wie plötzlich extrem leuchtende Farben auftauchen, zum Beispiel an Baumstämmen, dass da plötzlich ein leuchtendes Hellgrün ist. Dass, wenn man am Schalsee ist, das Blau vom Wasser extrem leuchtend ist plötzlich. Also es gibt auch im Winter zum Beispiel also durchaus extreme Farbenspiele und im Herbst natürlich besonders, ist ganz klar mit der Laubfärbung. Und aber eigentlich, wie gesagt, gibt es immer relativ starke Farbenspiele, Sonnenuntergänge, Aufgänge sowieso. Aber ich beobachte das auch an mir selber. Ich kann mir jetzt vornehmen, Bilder zu malen, die vielleicht zurückhaltender sind in der Farbigkeit, aber irgendetwas in mir findet immer wieder den Weg dazu, dann irgendwie, dass die Farben doch sehr kräftig werden, die Farbkomposition. Dieses expressive oder fast expressionistische von der Farbwahl, das bricht immer wieder durch und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Das bin ich ja einfach.